Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Vincenzo Grifo. Ist ein interessanter Spieler meiner Meinung nach und hat eine 86, könnte auf eine 88 hochgehen, wenn die in den nächsten 5 Spielen 6 Tore machen, die Freiburger. Kostet 76.000 im Moment, schwankt aber ein bisschen, also war auch schon günstiger. 1,80 groß, hoch mit Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 4 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß, liest sich mal sehr nice. Wie gesagt, ein Italiener aus der deutschen Bundesliga. Ich habe ihm jetzt einen Hunter gegeben, damit geht der Antritt auf 99, die Sprintgeschwindigkeit geht auf 98, Stellungsspiel auf 92, der Abschluss auf 94, die Schusskraft auf 99, Fernschüsse 86, Wolleskin auf 99 und Elfmeter auf 90. Sehr, sehr stabile Werte. Beim Passspiel eine Übersicht von 82, Flanken 95, Freistoßpräzision 88, der kurze Pass 84, der lange Pass 80, EFE-Wert 94. Also mit den Werten auf jeden Fall für den Flügel geeignet. Könnte man ihm zum Beispiel auch einen Catalyst geben, wenn man ihn über den Flügel spielt, weil da braucht er jetzt die Schusswerte nicht so krass geboostet. Ich werde den aber als Stürmer spielen, weil ich möchte von dem Tore sehen. Und wie gesagt, deswegen der Hunter bei mir. Könnte man aber wie gesagt auch mit den Werten ohne weiteres am Flügel spielen oder aber auch als ZOM, würde ich sagen. ZOM auch absolut geeignet mit den Werten. Die Dribbling-Werte dann Beweglichkeit 88, Balance 87, 82 Reaktion, 89 Ballkontrolle, 89 Dribbling und 83 Ruhe. Der Ruhewert könnte ein bisschen höher sein, aber ich sage jetzt mal mit 1,80 Körpergröße und den Dribbling-Werten sollte der einigermaßen beweglich sein. Defensivwerte hat er ein paar, das defensive Bewusstsein bei 57, Abfangen bei 52. Das könnte ganz gut sein für die Balleroberung, werden wir sehen, wie sich das in-game dann auswirkt. Eine Sprungkraft von 58 und Kopfballpräzision 54 ist nicht so toll. Dafür eine Ausdauer von 85, das ist voll okay. Stärke 70, Aggressivität 58. Wenn man jetzt nicht unbedingt die plus 10 haben will auf die Sprintgeschwindigkeit, könnte man ihm wahrscheinlich auch einen Hog geben, dann pusht man da seine Physis ein bisschen, wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, da kommt er halt dann nur auf 93 Sprintgeschwindigkeit. Bei den Eigenschaften hat er noch den Außenriss und den Flairschuss, sehr sehr nice der Außenrissschuss, damit pusht man seinen 4 Sterne Weak Foot, das ist auf jeden Fall sehr sehr gut und dann hat er noch Distanzschütze und Dribbling Techniker für die CPU. Und das ist das Team, in dem er steht, mein Bundesliga-Team. Hinter ihm wird da mal Davis sein, aber wie gesagt, er wird ohnehin im Sturm spielen. Sabitz als offensiven Sechser, Goretzka als defensiven Sechser. Auf der anderen Seite haben wir Mbabu und Bellarabi. Im Sturm Thomas Müller und als ZOM wird Gnabry spielen die meiste Zeit, beziehungsweise Müller-Gnabry. Die beiden werden in verschiedenen Formationen ein bisschen sich abwechseln. Hinten habe ich heute mal den Leimer, den werde ich mal als Innenverteidiger testen. Schauen wir mal, dazu der zweite Innenverteidiger Boateng und im Tor Neuer. Und dann würde ich sagen, wir gehen ins erste Weekend League Game und testen Grifo ein bisschen aus. Gut, unser erster Gegner mit ein paar Engländern im Team. Ja, schaut sehr interessant aus, das Team. Fünferkette wieder mal. So, da haben wir Grifo mal. Schauen wir mal ein bisschen, ob wir da mit ihm was zustande bekommen. Schauen wir mal, wie er sich da jetzt vorbewegt. Ja, schade. Jo, Grifo auf Müller und Müller, die Maschine, man kennt ihn. Ja, er wirkt auf jeden Fall sehr, sehr wendig. Verliert zwar jetzt den Ball, aber macht guten Eindruck. Ja, weiß nicht, gegen Robertson, dass sich da jetzt nicht wirklich durchsetzen können. Yes, jetzt schön freigelaufen. Sehr, sehr schön. Grifo mit dem ersten Tor. Ja, let's go. Grifo. Gut, erstes Game von Grifo. War eigentlich eine gute Vorstellung, würde ich mal sagen. Auch wenn das verloren gegangen ist, mit super geilen Verhältnissen wieder. Meine Spieler sich teilweise wie Ziegelsteine steuern haben lassen. Aber Grifo hat gut geliefert, zwei Tore gemacht, eine Vorlage gemacht. Echt gute erste Vorstellung von ihm. Drei Schüsse aufs Tor, alle drei erfolgreich. 15 von 19 Pässen, 14 von 20 Dribblings, ist ausbaufähig. Keine Flanken, keine Zweikämpfe. Stabiles Team, der Typ auch. CR7 Totti. V
Verbindungsqualität des Spiels melden. Ja, weil es fühlt sich schon wieder an, wie wenn ich mit Panzer herumrollen würde. Ja, das Dribbling von Grifo ist sehr, sehr nice eigentlich, muss ich sagen. Yes, gut durchgegangen. Sehr nice. Komm. Schade, dass er den nicht bekommt. Ja, sehr schön von Grifo. Sehr, sehr schön durchgesetzt. Macht das sehr gut. 9,4 für Grifo. Zwei Tore gemacht. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Drei Schüsse aufs Tor, zwei erfolgreich. 14 von 20 Pässen. Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen üben. 17 von 19 Dribblings. Das ist sehr gut eigentlich. Keine Flanken. Einen Zweikampf, den hat er verloren. Gut, unser nächster Gegner mit Mbappé. Wieder mal. Ja, schade, hat er gut gemacht. Ja, setzt er sich da durch. Schade, der Torwart kommt raus. Ich glaube, den hätte er bekommen. Wieder durchgepackt, der Gegner. Ne? Und wieder ein Abblocker-Tor. Das dritte Spiel in Folge, dass das so ist. Grifo gut mit Tempo, Varane holt aber ein. Schade. Ja, gut durchgesetzt auch. Ja, schade, schade, schade. Let's go! Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Vincenzo. Grifo! GG! Sehr nice. Also der Typ gefällt mir sehr gut. Ja, wieder gut durchgesetzt. Schade. Ohoho, ein angeschnittener. Sehr, sehr nice, Alter. Abartig, abartig, was der da jetzt macht. Ey, was ist los mit dem Grifo? Das ist ja nicht mehr normal. Vincenzo Grifo mit 5 Toren holt sich den Ball. Sehr, sehr nice. Gut, in dem Game eine 10 für Grifo und gefühlt durfte ich in dem Game jetzt einfach das machen, was ich in den zwei Games davor nicht machen durfte, nämlich Tore schießen, und zwar verdienterweise. 5 Tore von Grifo ist halt absolut heftig. Gnabry mit 6 Vorlagen ist auch absolut krank. 6 Schüsse aufs Tor, 4 erfolgreich von Grifo, 9 von 13 Pässen, 17 von 20 Dribblings, also Dribblings funktioniert echt gut mit ihm. Keine Zweikämpfe, keine Flanken, gut. Gut, unser nächster Gegner. Ja, interessantes Team auf jeden Fall. Puyol hat er hinten drinnen. Maradona vorne. Ja, war das der Schwache? Nice, der Laufweg wieder. Der Pass von Müller, sehr nice. Oh, schade, dass er den hält. Ja, schade, die Flanke war echt mies. Also die hätte gerne ankommen können. Oha. Oha. Rotes Verbindungszeichen. Läuft. Also das ist ein Witz, oder? Das ist einfach ein Witz. Ja, gut dran geblieben. Ja, schade. Komm, Grifo, push dich. Puyol schneller als Grifo. Und immer bei meinen Angriffen, Alter. Immer bei meinen Angriffen.
ist unglaublich. Gut, Leute, abschließendes Fazit zu Grifo. Ihr habt es ja eh gesehen, im vierten Game hat es mich jetzt rausgeschmissen. Ich weiß es nicht, ob es an EA gelegen hat oder am PlayStation Network. Mein Stream ist auf jeden Fall weitergelaufen, das haben mir die Leute im Chat bestätigt. Da hat er jetzt auch ein Tor gemacht, das wird ihm dann nicht dazugerechnet zu seiner Statistik, aber das Spiel wird ihm sehr wohl dazugerechnet, also ich weiß nicht, ganz komisch, EA. Auf jeden Fall trotzdem, man kann sagen, 4 Spiele, 10 Tore, eine Vorlage, also 11 Torbeteiligungen in 4 Spielen, das ist schon ziemlich gut. Vor allem hat er in jedem Spiel ein Tor geschossen und das ist schon sehr, sehr nice. Also der Typ fühlt sich sehr beweglich an, auch mit den schlechten Servern. Ich habe euch da 2, 3 Szenen absichtlich drinnen gelassen, damit ihr seht, unter welchen Bedingungen ich ihn da auch gespielt habe. Also wenn die Server gut sind, glaube ich, dass der absolut rasieren wird, was er ja jetzt auch schon getan hat eigentlich. Also von der Schnelligkeit her sehr geil, von den Laufwegen sehr geil. Passspiel, naja, das war ein bisschen ausbaufähig, würde ich sagen. Also viele Fehlpässe immer mit ihm gehabt. Aber auch das Dribbling sehr, sehr geil. Er hat sich auch immer wieder durchgesetzt. Sehr, sehr nice Karte, würde ich sagen. Wie gesagt, die Werte mit dem Hunter hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Hat seine Dinger gemacht, hat geile Dinger gemacht. Super präsent, super Laufwege. Gute Karte auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Laufwege. Sehr, sehr gute Karte. Vor allem mit dem Außenriss und dem Flair. Ein Tor ja auch mit dem angeschnittenen Schuss gemacht. Wie gesagt, hat mich sehr, sehr überrascht, die Karte. Ich hätte mir nicht gedacht für den Preis, dass der so gut ist. Ich habe ihn halt, wie gesagt, nur als Stürmer gespielt. Ich weiß nicht, am Flügel wird er auch okay sein. Bei mir halt, wie gesagt, das Passspiel ausbaufähig gewesen. Also da würde ich ihm auf jeden Fall einen Engine geben oder einen Catalyst, wenn ihr den am Flügel spielen wollt. Ich hoffe, die Szenen haben euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Auch wenn das jetzt gameplay-technisch für mich ein ziemlicher Krampf war, aber er hat trotzdem gut performt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut gerne mal auf Twitch und auf Instagram vorbei. Und dann war's das für dieses Video. Danke für euren Support. Ciao, ciao.